Hallo meine lieben YouTuber, ja und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Divis Movie Channel. Ja meine Lieben, ich bin wieder zurück und heute geht es um ein Vorstellungsvideo. Und zwar habe ich heute eine weitere Assassin's Creed Figur aus meiner Sammlung, die ich euch vorstellen möchte. Und nämlich geht es heute um Assassin's Creed Odysseus Alexios, ja. Das ist die Hauptfigur aus Assassin's Creed Odyssey und es geht dort um einen griechischen Assassinen, ja. Und den stelle ich euch heute vor. Den habe ich nämlich in meiner Sammlung und er ist einfach so, so, so schön. Leute, ihr wisst, dass ich die Figuren liebe und ja, jetzt zeige ich euch mal, wie der denn so aussieht. So, erstmal zu der Verpackung. Das hier ist der Karton. Ich habe ihn jetzt natürlich schon ausgepackt, hier stehen und zeige euch jetzt erstmal, wie der aussieht. Ihr seht schon, der Karton ist riesig. Und ja, da seht ihr einmal das Bild, wie Alexios aussieht und schon mit der schönen Aufschrift Assassin's Creed Odyssey so schön goldrot gehalten. Und hier seht ihr dann noch einmal die Abbildung von der Figur und natürlich die Beschreibung dazu. Und hier sind dann an der Seite noch ein paar Aufnahmen aus anderen Perspektiven von der Figur. Und so sieht das Ganze aus. Hier oben drauf habt ihr noch dieses mega geile Logo. Also ich finde es Hammer. Ja, mega, mega, mega. So, ich drehe den mal so schön. Genau, so. Tada! Ja, und jetzt blende ich euch erstmal die Figur ein, damit ihr erstmal ein paar Details seht und wie die richtig aussieht. Und dann stelle ich das Schätzchen gleich neben mich und dann reden wir weiter. Alexios in vollster Pracht gesehen, schön detailliert. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch die Aufnahmen gefallen haben. Und ja, hier steht er. Also ich bin so, 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 so mega happy, dass ich den in meiner Sammlung habe. Und ich zeige euch den jetzt nochmal. Also der ist so mega, Leute. Also so, so hübsch. Und so detailliert auch und vor allem könnt ihr diese kleinen Details, sage ich mal, also hier jetzt zum Beispiel an seiner Gewandung, das ist alles beweglich, also auch sein Schaltuch, sage ich jetzt mal. Und das finde ich auf jeden Fall super. Das ist ja bei den anderen Assassin's Creed Figuren auch, also dass ihr so einzelne Elemente habt, die ihr dann trotzdem bewegen könnt. Und was ihr einsetzen müsst, was natürlich noch nicht zusammengebaut ist, ist einmal das Schwert, genau, und einmal diese Speerspitze, genau, ich zeige die euch mal genau. Also die müsst ihr dann noch in die Hand reinmachen. Das ist ein bisschen schwierig. Also ich habe das auch bei anderen Figuren gehabt. Da habe ich immer gedacht, oh nein, jetzt brichst du das ab oder so, wenn du das jetzt in die Hand reindrückst oder dass irgendwie der Daumen oder so abgebrochen ist. Aber es ist zwar schwer, aber ihr bekommt das trotzdem hin. Bei mir ist auch bei keiner der Figuren je etwas passiert. Also ich konnte das zwar reindrücken, schwer, aber es hat wie gesagt immer geklappt. Und diese Daumen bzw. die Hand, die ist auch ein bisschen elastisch und dann könnt ihr das da rein machen. Und wie gesagt, also ihr klipst das ja einmal in die Hand und dann bleibt es ja auch drin.
Und ja, ich finde mega, mega, mega schön, Leute. Also ihr müsst mir unbedingt schreiben, was ihr von der Figur haltet. Ihr seht hier auch die Armschiene und Beinschienen hier so richtig aus Gold einfach. So richtig wunderschön. Auch die Farben, ich mag die Farbzusammenstellung, sowieso sein Gewand. Und ja, ich finde es einfach richtig, richtig schön. Ich bin so glücklich, dass ich den in meiner Sammlung habe. Und ich komme jetzt erstmal noch zu den ganzen Details, damit ihr auch wisst, wie groß die ist und alles. Die Figur ist erstmal aus PVC, also wie ich auch schon sagte, also ihr könnt diese einzelnen Elemente bewegen. Also sie ist aus Kunststoff und ja, das ist bei den Assassin's Creed Figuren eigentlich so üblich. Und die Figur hat insgesamt eine Höhe von 32 cm, also ist eine richtig schöne Größe. Ich habe die bei mir neben dem PC stehen und ja, er ist immer wieder so ein Schätzchen, wenn ich mich hinsetze und dann so, yay, Alexios. So, aber jetzt kommen wir einmal noch kurz zur Charakterbeschreibung. Alexios ist ein furchtloser und unabhängiger Söldner, der jenen hilft, die Not leiden. Er ist jung, humorvoll, doch hinter dieser Fassade verbergen sich Schuld und Wut. Er wuchs mit seiner Familie in Sparta auf und wurde wie ein echter Krieger von seinen Eltern in der Kampfkunst trainiert. Ja, und die Figur ist von Ubisoft. Das steht hier unten auch noch mal drauf. Genau, dann könnt ihr das auch noch mal sehen. Und ich muss einfach sagen, so drehen wir das mal wieder so. Und ich muss einfach sagen, dass diese Figuren wirklich sehr hochwendig und sehr detailliert verarbeitet sind. Auch dieses Gesicht, ich halte das jetzt noch mal nah. Schaut mal, Leute, also es ist einfach der Hammer. Und auch dieser Ausdruck, das ist so richtig wie im Kampf, so yay, ne? So als Krieger. Ihr wisst ja auch, dass ich das Mittelalter liebe und Krieger sowieso und Waffen und das ist einfach so Hammer. Ja, und die Figur ist übrigens von 2018. Ihr habt hier unten, ich zeige euch das mal, unter den Fuß, ich glaube nicht, dass ihr das jetzt erkennen könnt, aber auf jeden Fall seht ihr, dass da Schriftzüge drauf sind. Da steht dann jeweils noch die Firma, dass das in dem Jahr 2018 produziert worden ist, beziehungsweise dass die Figur dann von 2018 ist. Und ja, dann habt ihr euch das so für euch auch, wenn ihr jetzt mehrere sammelt, dann wisst ihr immer so, aus welchem Jahr die Figur ist. Und ich zeige euch jetzt nochmal das Spiel. Das hatte ich ja auch schon vorgestellt, das Unboxing zu diesem Game Assassin's Creed Odyssey stammt diese Figur. Ja, ihr seht schon, ich bin richtig happy, weil ich weiß nicht, ich finde es einfach so schön, diese Assassin's Creed Figuren zu haben. Alexios steht auf der einen Seite, Bayek habe ich auf der anderen und ja, die anderen kommen alle noch. Mhm. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass euch meine Vorstellung zu Alexios gefallen hat, dass ihr auch meine Freude teilen könnt und vielleicht habt ihr Alexios ja sogar auch in eurer Sammlung. Das könnt ihr mir dann ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Das würde mich mal sehr interessieren, wie ihr denn so findet und wo ihr denn vielleicht stehen habt oder wie ihr generell zu Assassin's Creed Figuren steht oder auch zu dem Game. Ja, und mir hat es auf jeden Fall viel Freude gemacht, euch diese Figur heute vorzustellen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir doch gerne einen Daumen nach oben oder einen Kommentar oder was auch immer. Und ich wünsche euch dann noch einen super, super schönen sonnigen Tag. Bleibt gesund, meine Lieben, und bis zum nächsten Video. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.